Planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir ein wenig erkunden gehen, aber zuerst werden wir in meinen Briefkasten schauen, weil wir da in der letzten Folge, glaube ich, nicht reingeschaut haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch, weil wir haben ja letzte Folge etwas bestellt bei Meinsen von Mr. Handelsmann. Und ich bin gespannt, ob das schon da ist. Und natürlich muss es jetzt regnen, wodurch die Sache laggy wird. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sachen da sind und... Oh mein Gott, sie sind da. Hauskit 2, Hauskit 3, Lucky Block und Zauber, wir hatten noch nichts mehr bestellt. Erstmal gucken wir uns diese Hauskits an und zwar am besten im Haus. Hallo Plenny. So, Hauskit 1 ist das. Okay, das ist, sieht doch schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Hauskit 2. Okay, wir haben sogar noch Marble dazu bekommen. Und Laternen. Okay, der hat uns direkt Hauskits gegeben. Vielen Dank, Mr. Nilsmann. Ich glaube, er mag uns zwar schon sehr. Hier sind die Lucky Blocks drin. Sehr schön. Da können wir vielleicht heute auch noch ein paar öffnen und Zauber. Leute, ich kenne nur einen, der uns irgendwas mit Zaubern zu tun hat. Und das ist Osiric. Oh, tatsächlich. Wir haben 3 neue Stäbe. Saman Phönix. Oh, cool. Wir kriegen Phönix. Black Hole. Schwarzes Loch. Und... Flight? Kann ich damit fliegen? Okay. Dieses Hauskit, damit fangen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Die Lucky Blocks können wir vielleicht schon mal rausnehmen. So. Die lasse ich mal hier. So, hier hatte ich doch Brief und Code. Ja, sehr schön. So, Lucky Block. Hauskit. Ich tue das mal hier die Haus. Ups. Hauskits nach unten. So, und jetzt möchte ich gerne mal diese Zauber ausprobieren. Ich hoffe, es hat aufgehört zu. Okay. Leute, dann warten wir halt, bis es aufhört zu regnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach herrlich, es hat endlich aufgehört, Leute. Ich habe hier jetzt gefühlt eine halbe Stunde lang nur gewartet. So. Quarzi nehmen wir schon mal mit für dieses Erkunden, was wir machen wollten. Und jetzt probieren wir erstmal unsere Zauber aus. So. Welchen probieren wir zuerst? Wir probieren erst Flight. Wie geht das? Hoch. Okay. Irgendwie ist der Zauber ein bisschen komisch. Okay, der ist irgendwie seltsam. Ich glaube, dieser Zauber funktioniert irgendwie nicht ganz, Leute. Ich glaube, er funktioniert nicht. Das ist natürlich ziemlich schade, dass der nicht ganz funktioniert.
Dann probieren wir aber jetzt mal Black Hole aus. Was ist das? Oha. Das sieht ja cool. Mit dem Hasen. Okay. Die verschwinden nach einer Zeit. Okay. Guck mal. Kuh, du kommst aber hin. Oha, das ist mega cool. Und jetzt wüsste ich gerne, was Phönix ist. Oh mein Gott, wir haben ein Phönix. Wie cool ist das denn? Folgt er uns? Glaub nicht, oder? Nein, der folgt uns nicht. Warum? Ich möchte jetzt aber noch mal dieses Fliegen. Oh, er ist weg. Oh mein Gott, der funktioniert doch. Nein, eben hat er funktioniert. Mann, oh, der funktioniert gar nicht richtig. Der Zauber ist irgendwie nicht so cool, wie ich gedacht habe. Da bleiben wir lieber bei unserem guten Hangglider. Den können wir wegtun, den Black Hole und den Summon Phoenix behalte ich mal. Und wir wollten ja jetzt doch eigentlich erkunden gehen. So, habe ich eigentlich hier irgendwo eine Zauberkiste? Ach, ich tue es einfach zu trinken. Ist ja auch irgendwie ähnlich. So. Gehen wir jetzt mal gerade zu Amara hoch. Zu der müssen wir auch mal in der nächsten Folge oder so, um mal der Kristallika zu zeigen, weil die scheint da ja schon wenig Ahnung von zu haben. Übrigens, ich habe Ringo meine Rüstung geschickt, damit er die vielleicht noch verbessern kann. Aber jetzt geht's erstmal zu Amara. Find immer noch cool, was sie hier so stehen hat. Hier fehlt's. Ich war's nicht. Ups. Und hier können wir, glaube ich, die Sterne begutachten. Nein, können wir nicht. Schade. Gut, wohin fliegen wir denn? Was ist das? Leuchten. Okay, müssen wir uns mal angucken. Wohin fliegen wir denn, Leute? Ich weiß es nicht. Wohin sind wir bisher noch nicht geflogen? Ich glaube in die Richtung. Ich bin mir aber nicht sicher. Jetzt fliegen wir mal. Mal gucken, ob wir auf irgendwas stoßen. Okay, hallo? Oh nein, es lädt hier nicht die Welt. Ah, jetzt lädt sie wieder. Sehr gut. Ah doch, hier waren wir schon mal und haben diese kleine Insel beschworen. Was heißt beschworen? Oh mein Gott, hier ist was. Hier ist was, Leute.
Ich habe eine kleine Idee. Werden jetzt mal die Zaubersprüche alle austesten. Weil da sind ein paar Monsterleute. Das trifft sich ja ganz gut. Los, Phönix! Black Hole! Ups. Okay, mega cool. Arrow Rain! Meteor! Okay, wartet, wartet. Force Field. Ha, die können hier nicht ran. Auch cool. Diese Zauber sind so cool, Leute. Guckt euch das an. Ey, damit ist Atheon so tot, ne? Atheon ist so was von besiegt schon. Okay, Arrow Rain. So fühlen sich Pfeile an. Woo. Leute, es macht so Spaß mit diesen Zaubern, ne? Meteor. Phönix. Force Field. Black Hole. Oh mein Gott, das macht so Spaß. Oh mein Gott. Mein Gott, ich hoffe, Osiris kann die auch reparieren. Haha. Oder geht zu weit? Okay, das war auf jeden Fall schon mal ganz witzig. Ich muss dann mal, bevor wir gegen gegen Atheon kämpfen, muss ich mal die noch mal Atheon noch mal die Teile geben. Zaubertest nenne ich das, weil sonst haben wir die vielleicht ein kleines Problem, dass wir nicht alle heil bekommen. So. Erster Lucky Block, Kürbisse brauchen wir nicht. Ein Lucky Sword haben wir schon. Hero Villager. Oh mein Gott. Diese Spitzhacke. Leute, wir gehen mal gerade nach Hause und holen uns dann Spitzhacke. Wie viel hat das gekostet? Erstmal noch mal kurz gucken, wie viel Diamanten. 16. Okay, das ist ja wenig. Wir haben ja richtig viel Diamanten noch. Oh nein, es regnet wieder. 16 Diamanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir haben ja so viel. Ich hoffe, hier kommt nämlich auch demnächst deshalb eine Bank.
Und der Regen ist mir gerade ziemlich egal. Ich will jetzt weitermachen. Da diese Insel haben wir auch ein bisschen zerstört. Da könnte vielleicht aber ja noch mal irgendwie die Stadt entstehen oder so. Und jetzt will ich diese coole Spitzhacke haben. Mega cool. Zeitsturm, mach das so. Haben wir schon? Wir haben die. Oha, das ist schlecht. Ihr beide. Ihr beide kommt jetzt erstmal in dieses Loch hier. Ihr kriegt sogar eine Blume. Und Leute, ich würde die jetzt erstmal nicht testen weiter. Weil sonst töten wir hier die noch. Deswegen gehen wir gerade auf eine andere Insel. Und tut mir leid, wir waren jetzt schon ein bisschen erkunden, aber noch nicht so viel. Da werden wir auf jeden Fall Minen. Was sind denn Minen? Ach so, das war in diesem Dungeon, den ich schon mal ein bisschen angetestet habe. Wir gehen auf die Minzi-Insel. Da liegt noch Goldapfel, ja. Snacken wir. Okay, wir können demnächst mal angeln gehen. Oh, da sind Gastrinnen, das nehme ich mal an. Vielleicht können wir uns was Cooles daraus craften. Noch ein Baby LP Planet. Etwas, was wir brauchen. Ist immer noch diese kleine Tempel von den Guardians. Ich würde vorschlagen, dass wir hier mal die Hälfte aufmachen nur. Oh ja. Noch ein paar Lucky Blocks. Sehr schön. Die können wir rein theoretisch doch auch aufwerten jetzt ein bisschen. Dann machen, werten wir jetzt ein paar auf und die öffnen wir dann nur noch. Okay, noch mehr Zeug, auch gut. Immer mehr Lucky Blöcke auch. Noch eine Slime-Festung, okay. Okay, das war jetzt ein wenig böse. Lucky Sheep, hey. Bäh, Kopf. Okay, wir öffnen noch. Oh cool, danke schön. Sehr nett. Dann probiere ich jetzt mal die aus. Okay, die ist wirklich ziemlich cool.
Komm schon. Leute, das war jetzt aber auch schwierig, da rauszukommen. So, das braucht wir alles nicht. Okay. Dann öffnen wir. Oh mein Gott. Ah, das ist wieder das Hero Sword. Das hat ja Quarzi zum Beispiel schon. So, bis wir nur 40 haben. Oha, wir haben ein Drachenei, wie cool. So. Dann geht's jetzt nach Hause. So, wo ist denn zu Hause? Hallo? So, und dann sind wir auch wieder zu Hause und haben coolen Loot gemacht, ein Drachenei. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, das stelle ich mir irgendwo auf. Wo könnte ich mir das denn aufstellen? Ich gebe mir auch für mein nächstes Haus auf, dass wir in der nächsten Folge anfangen werden, Leute. Deswegen bitte einschalten. Okay, sortieren tue ich jetzt vielleicht doch lieber später. Boah, diese Werkzeugkiste ist so voll, die darf man eigentlich gar nicht öffnen, ne? Ja, okay, wir machen das lieber. Nee, ist der Folge, was jetzt noch kommen sollte, denn die Folge ist schon ein wenig lang. Ja, Leute, das war's jetzt auch schon mit von mir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen, so wie immer. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video von Minecraft Timestorm. Bis dann. Ciao, Leute.